Liebe Community, dieses Jahr war echt der Hammer. Willkommen zum großen Jahresrückblick und Q&A. Ich bin Daniel von SimFancy und wir starten mit den Highlights. Danach geht's weiter mit dem Q&A, den meistgefragten Fragen von euch und meinen Antworten dazu. Wir starten mit dem Januar natürlich. Da gab's die Dschungel-Challenge. Ja, das größte und komplexeste Community-Challenge-Projekt ever, denn das war richtig krass. Wir haben gemeinsam mit der Community über Wochen lang die Regeln ausgetüftelt. Mit den Kanalmitgliedern. Das war so cool. Dann haben wir das veröffentlicht und es kam richtig gut an. Im Januar gab es auch noch einige The Sims 4 Tutorials, die sich viele von euch auch gewünscht hatten, wie zum Beispiel die Baumodus Anfänger Tutorials. Im Februar kam dann das Strangerville Gameplay Pack raus, unser erstes Pack in diesem Jahr. Da gab es natürlich einige Specials dazu und das Kaugummitier Kuscheltier Projekt ist auf Kickstarter gestartet. Das war auch ein mega Ding. Im März bin ich zur Upload-Filter-Demo gegangen. Wir hatten das Modern Tiny 4x4 und warum ein Highlight, das ist euer meistgeschautes Video 2019 aus diesem Jahr auch. Richtig krass, dann hatten wir natürlich, ja, das mega aufwendige Kaugummi mit dem Kuscheltier wurde dann finanziert über Kickstarter. Wir haben gemeinsam über 10.000 Euro zusammen gesammelt, um das zu realisieren, inklusive für allem Versand und so weiter. Das wurde dort geschafft, dann im April gab es die Ostereier-Challenge, ja, und im Community-Projekt die Partner für Noel und Angela. Dann hatten wir auch noch das 2-Jahre-Let's-Play-Jubiläum im Mai, und zwar Folge 738, glaube ich, war das dann. Im Juni ging es weiter, richtig fett, mit der EA Play in Los Angeles, der Hausmesse von Electronic Arts, ist der Publisher von The Sims 4. Dort gab es natürlich Inselleben, die Ankündigung, und wir hatten in diesem Jahr dann auch neben den Specials zu dem Pack das Liegestühle-Spiel-Update. Ja, der Merch-Shop ist auch im Juni an den Start gegangen, das war richtig krass. Im Juli hatten wir dann die Hochzeit und das Baby für Noel und Angela. Wir hatten jede Menge Bauprojekte mit und zum Inselleben-Erweiterungspack. Im August gab es die Gamescom, ja, mit dem größten Fan-Treffen ever. Auf der Bühne dort, sogar auf der Messe. Vielen lieben Dank nochmal an das Network und die Messe an sich. Es war so krass, so einige von euch zu sehen. Danke, danke, dass so viele gekommen sind. Es war so der Hammer. Echt wirklich krasses Highlight. Und im August gingen auch die Kaugummitiere an euch. Ich habe über 300 Pakete verschickt an euch. Es war echt der Hammer. Das war ein Ding. Ein Megaprojekt. Im September gab es die Magic Edition des Kaugummitiers. Wir hatten ein Ecktreppen-Spiel-Update für die Sims 4. Reich der Magie ist in diesem Monat rausgekommen und die Hogwarts Speedbuild-Reihe ist gestartet. Das waren die Highlights im September. Weiter ging es im Oktober mit der Sweet and Sour Challenge. Wir hatten die Kaugummitier Devil Edition, die ich designt habe. Die Reich der Magie-Staffel startete und wir hatten die Ankündigung von Andy Uni. Ja, im November ging es richtig krass weiter. In San Francisco war ich für euch. Es war so ein krasses Event. In den Maxis Studios von Electronic Arts, dort in den Headquarters am Hauptsitz von EA. Und ja, dann kam auch die Sims 4 an die Uni raus. Wir hatten den Release, tolle Specials drumherum. Und es gab die Kaugummitier Christmas und Angel Edition Ende November. Im Dezember, ja, gar nicht so lange her, wir hatten das Weihnachtsmarkt-Community-Projekt. Weihnachtsmarkt-Community-Projekt, die Advents-Specials und die größten Gewinnspiele ever hier im Channel. Ja, 4 Megapakete. Wir hatten viele an die Uni Let's Build rein und natürlich das Let's Play in der neuen Staffel. Und es gab die Häuser und Welten Specials in diesem Channel. Das war nur ein Auszug der Highlights in diesem Jahr. Es war so viel los. Wir hatten Let's Watch Together Livestreams. Wir hatten der Community Tab, der ist richtig, ja, hat immer mehr Relevanz bekommen. Da gab es einige Änderungen. Wir hatten tolle Community Talks und noch mehr im Discord-Channel, der dieses Jahr richtig durch die Decke gegangen ist. Wir hatten Non-Sim-Streams mit Anno 1800 und Planet Zoo, die richtig toll waren. Sea of Thieves, Pokémon Let's Go und so ein paar andere Titel noch. Und wir hatten eine richtig fette Community-Umfrage. Ja, und viele, viele kreative Community-Projekte natürlich auch, wo ihr mitgemacht habt. Es war so cool. Und ja, ihr habt Fragen geschickt und die möchte ich jetzt beantworten. Und ja, wir schauen die uns jetzt an und im Hintergrund laufen währenddessen die Thumbnails des ganzen Jahres durch. Also alle Video-Vorschaubilder aus diesem Jahr. Und das ist so ein bisschen die Mischung aus Rückblick und Fragen und Antworten. Und wir starten mit Nesmeralda.
Let's Plays in More vor 2 Wochen im Community Tab. Was war der lustigste Moment, der dir während einer Aufnahme passiert ist? Ja, das ist schwierig, weil es gab so viele Lachflashes auch. Unerwartete Momente im Gameplay ist einfach das Lustigste. Und es gab dann nicht irgendwie den einen Moment, wo ich gesagt habe, das war jetzt der lustigste, aber es gab so viele unerwartete Momente im Gameplay und das ist dann einfach lustig an den Aufnahmen. Weiter geht's mit Rina Dessou. Was stört dich gameplaymäßig, in Klammer keine Bugs, an Sims 4? Ja, also gameplaymäßig ist schwierig, also beim Bauen auf jeden Fall die Suche, die ist irgendwie total nervig gestaltet und auch die Sortierung im Baumodus, das stört mich schon, also im Gameplay, im Live-Modus. Ja, dass die Sims teilweise ihre Familienmitglieder vergessen, das ist so, das stimmt mir richtig. Also das ist echt blöd irgendwie. So, Anna, was war für dich persönlich dieses Jahr das beste Projekt? Das ist mega schwierig, wie kannst du sowas fragen? Es gab so viele coole Projekte dieses Jahr, aber das Highlight war wirklich, glaube ich, das Kaugummi-Kuscheltier-Projekt, weil das war so aufwendig, es war so nervenzerreibend, ob das klappt oder nicht und wir haben da wirklich gemeinsam was gewagt und auch geschafft und es ist einfach das beste Projekt in diesem Jahr. Das haben wir nur gemeinsam hinbekommen, ein richtiges Community-Projekt, weil ja, Gemeinschaft, Community und das haben wir zusammengestemmt, hammer, hammer krass. Lucky, was war das Highlight dieses Jahr bei Die Sims? Also das ist auch eine sehr schwierige Frage, jedes Pack hatte so was für sich, es gab so viele Spielupdates, aber wenn ich eins nennen müsste bei den Sims, war das Highlight dieses Jahr dann doch das Spielupdate mit den Treppen, ja, mit den modularen Treppen, mit den, ja, Wendeltreppen nicht ganz leider, aber wir haben was Cooles bekommen, was man so selber gestalten kann, deswegen ist es so mein Highlight dieses Jahr bei den Sims und dass die auch nach so vielen Jahren noch Updates rausbringen für Sims 4, die wirklich neuen Content auch reinbringen, neue Optionen, Möglichkeiten, ist schon echt cool, deswegen ist das mein Highlight, die Spielupdates, besonders die Ecktreppen. Emma, welcher deiner verstorbenen Sims vermisst du am meisten? Das ist auch sehr schwierig. Wenn ich einen Sim nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, Red. Red Klee, Red Gold Klee. Ja, so ein Ursprungssim und irgendwie war das eine coole Socke, ja. Wir gehen weiter. Hanna Gräfin. Welches Erweiterungspack würdest du, wenn du die Packs entwerfen könntest, als nächstes erstellen? Ah, da gibt es auch noch so einiges, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, wenn ich eins entwerfen würde, ich würde so ein Hobbypack machen mit Aktivitäten für alle Altersstufen als Fokus. Und ja, so richtig schöne Aktivitäten, Hobbys, das wäre, glaube ich, richtig cool. Laura, bist du zufrieden mit deiner Community oder gefällt dir zum Beispiel das Verhalten von uns in einigen Fällen nicht? Diese Frage habe ich auch mit reingenommen. Ich möchte immer so ein paar kritische Fragen auch mit reinnehmen, natürlich. Es ist, also erstmal ist es eine Hammer-Community, ne? Und da gibt es wirklich gar nichts eigentlich zu bemängeln, aber was mir nicht gefällt und was aber zum Glück auch echt selten ist, ist manchmal dieses Anspruchsdenken. Also wenn mal kein Video kommt und dann, hey, was soll das und so, dann denke ich manchmal auch, ja, ich muss hier ja gar nichts machen, ne, und das stört mich dann manchmal. Das ist eine Sache. Ja, aber sonst fällt mir, glaube ich, auch gar nichts anderes ein. Es ist so cool mit euch, wie gesagt, Hammer Community. Die Frage wollte ich auch mit reinnehmen, ne? Lari XYZ, wie stressig ist es für dich, deine Videos zu produzieren? Neben der Arbeit eventuell Zeit mit Freunden verbringen, muss da sicherlich einiges gut strukturiert sein, wenn jeden Tag 2 Videos kommen. Gibt es feste Zeiten oder Tage für dich? Ja, also es ist schon ein Stress auch, es ist aber ein sehr schöner Stress, weil ich mache das total gerne. Und Organisation ist alles, man wächst da auch rein, man optimiert die Prozesse, so blöd es sich anhört, aber wie man manche Sachen dann schneller hinbekommt, man hat da so den Plan, und man kann das dann so regeln, also wenn zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, abends zum Beispiel lasse ich die Videos rausrendern, da kann ich dann was anderes machen, die laufen dann durch, ich bereite das vor und dann kann der Computer die rausrendern, dann kann ich die hochladen lassen, da muss ich ja nicht dabei bleiben dann am Ende und solche Dinge und dann weiß man schon, okay, jetzt muss ich die 3 heute noch machen, dann mache ich morgen die und so und dann hat man schon so einen Plan und dann klappt das auch. Ist aber schon Stress, aber ein schöner Stress, wie gesagt, es gibt feste Tage, ich arbeite ja auch noch 50% fest und ja, dann habe ich da meine Tage, in denen ich dann aufnehme und dann auch noch am Wochenende. Ja. So, eine Margarita. Wenn Sims 5 rauskommt, wirst du es dir dann kaufen. Ja, klar.
So, Flaps, ich weiß es nie, wie man es ausspricht. Wie viel Prozent bist du noch von deinem Ziel entfernt, zu 100%, also Vollzeit Sims 4 Content zu machen? Wie läuft es mit der Planung im Moment? Ja, das ist so ein Ding, was so mein Traum ist, das wirklich komplett zu machen. Es sind wirklich, natürlich sind es viele Risiken und so, aber wer nicht wagt, ne? Ja, es ist, ich möchte ein bisschen ausschweifen noch ein bisschen. Ich möchte noch ein bisschen drumherum was erzählen. Also, ich möchte eine Community haben, die gemeinschaftlich sich finanziert. Ich möchte nicht irgendwelche Werbeangebote annehmen oder Sachen, die nichts mit Sims zu tun haben oder für die ich mich nicht begeistern kann. Deswegen lehne ich wirklich sehr viele Anfragen auch ab, wo ich sage, nee, es passt nicht zu mir. Und ich bekomme wirklich fast täglich Anfragen, irgendwas zu machen, irgendwas zu promoten, wo ich mir denke, nein. Ich möchte das Ganze gemeinschaftlich finanziert haben. Das ist so meine Idee oder mein Anspruch. Und dafür gibt es eben Kanalmitgliedschaft und Merch in diesem Channel, vielleicht ein bisschen aufwendiger oder größer, wie das sonst so der Fall ist. Ich möchte euch auch nichts irgendwie andrehen und deswegen bin ich vielleicht auch mehr als alle anderen auf die Kanalmitgliedschaft angewiesen und deswegen ist das auch so ein Fokus bei mir, deswegen kommt auch so oft eine Einblendung in Videos und so weiter und das ist mir halt persönlich wichtig. Und ja, wir haben Moment, also wie weit ist man davon entfernt, fragst du da, ne? Vom Ziel, das Vollzeit zu machen. Wir haben derzeit ungefähr 170 Kanalmitglieder, was schon richtig krass ist, ne? 170 Leute supporten mich monatlich mit einem kleinen oder mit einem großen Betrag, je nachdem, wie es einem auch möglich ist. Und es müssten ungefähr mindestens doppelt so viele sein, damit es klappt mit den anderen Sachen, die ja auch noch reinlaufen, Amazon, Sims Packs, Sales und so weiter, den Merch-Shop natürlich auch, Superchat-Unterstützung, ist halt alles sehr variabel. Ne? Mal gibt es mehr Verkäufe, mal gibt es weniger Superchats und so weiter. Die Kanalmitgliedschaft ist halt wirklich so ein Punkt, wo man sagt, das ist monatlich, damit kann man dann rechnen. Und ja, so sieht es momentan aus. Das ist so der Hintergrund. Weiter. Welches Harry Potter Haus bist du? Gryffindor. Aber es ist nicht ganz eindeutig bei mir gewesen. Alana. So, Hannah. Wenn du aus Sims 3 ein Pack zurückholen könntest, welches wäre es? Ja, es ist schwierig. Aus Sims 3... Lebensfreude, glaube ich, das sind Generations, wie hieß das? Ich glaube, Lebensfreuden, oder? Und eine Mischung mit Freizeitspaß aus Sims 2. Das wäre so mein Get Back Pack, kann man das so nennen? So, Julia Wildenhain, fertigst du von deinen Projekten vorher Skizzen an oder legst du einfach los? Also ich habe immer so ein paar Ideen. Also ich möchte mal irgendwas machen, irgendwie. Ich denke dann so, wie könnte man das Objekt mit dem kombinieren? Oder jetzt gibt's Dachfenster, Glasdächer, kann man damit Dachfenster machen. Jetzt gibt's Strangerville, da könnte man eine Bunker-Fitness. Also es vermischt sich so ein bisschen mit den Möglichkeiten, die es neu im Spiel gibt, mit so Ideen, wie könnte man das umsetzen. Also wie so eine kleine Challenge für mich, damit ich das irgendwie hinbekomme. Und dann ist das wie so ein Brainstorming. Manchmal kommt es auch so einfach irgendwie aus dem Nichts oder man guckt eine Serie und denkt, oh, sowas musst du mal bauen oder man guckt irgendwas an oder läuft irgendwo dran vorbei und denkt, ah, das wäre auch mal cool und das könnte ich damit verknüpfen und vielleicht kriegt man das so hin und so komme ich auf die Ideen und dann mache ich mir natürlich schon so einen Plan. Also ich sage dann, ich möchte ein Haus bauen mit Dachfenster, ne? Und das alles andere und entwickelt sich dann drumherum und dann gibt es ja meine Videos immer so in der Regel wöchentlich, 1-2 Videos von jeder Reihe die Woche. Und dann habe ich ja auch das Feedback von euch und das mixt sich dann zusammen mit meinen Ideen und dann kommt was Gutes bei rum eigentlich immer in der Regel. Und ja, das ist so, also ich skizziere das nicht, ich baue es auch nicht vor. Es ist eher so ein Ausprobieren und ja, ich kenne ja die Tools im Spiel und probiere dann das halt aus, irgendwie zu kombinieren. Das ist eigentlich so die Kunst an der Sache, würde ich mal sagen. Mona Lona, hast du die Entscheidung bereut? Hast du Entscheidungen bereut, die Zuschauer abgestimmt haben und du es ausgeführt hast und es nicht so dolle fandest? Okay, paar Fehler hier drin. Ich glaube aber, ich verstehe, was du meinst.
Es gibt ja immer wieder Umfragen und ich frage dann, hey, wie würdet ihr das machen, wie würdet ihr das machen? Wir mixen das dann immer so zusammen, ne? Und ich mache auch ein paar Vorschläge, ich mache ein paar Sachen einfach von mir aus, ohne die abstimmen zu lassen. Übrigens, im nächsten Jahr möchte ich viel mehr Abstimmungen reinbringen wieder. Es kommt immer wieder von euch auch, das Feedback. Und ich finde halt auch, also gestört oder so hat es mich noch nicht oder bereut, auf keinen Fall. Ich glaube auch, man sollte das nicht so ernst nehmen, auch so Abstimmungen, wie das Gameplay weitergeht oder wie ich mich dann für was entschieden habe, denn es ist immer noch ein Spiel, es soll allen Spaß machen, natürlich sind wir nicht immer alle einer Meinung, ihr untereinander auch nicht und deswegen, also bereut habe ich das nie, weil wie gesagt, man sollte das nicht so ernst nehmen auch, auch wenn einer stirbt oder wenn dann mal irgendwie der Partner es geworden ist, nicht der andere. Es ist immer noch ein Spiel und ja, es ist einfach auch immer wieder überraschend und ich finde es dann cool und es ist dann auch eine Challenge, weil wenn man was bekommt, was man vielleicht selbst nicht so machen wollte oder so, dann ist es auch so eine Herausforderung und das Ganze, das macht es dann halt auch wieder so ein bisschen spannender. Ich muss hier kurz einen Schluck Wasser nehmen. Alles ungeschnitten hier, ja. So, das ist mir auch wichtig, dass ich vieles an ungeschnitten einfach mache, weil das den ganzen Ablauf dann einfach zeigt. Ne? Bist du schwul? Ja. Wie alt sind deine Zuschauer im Durchschnitt? Auch eine schwierige Frage. Ich habe nur die Zahlen, ne? Welche Altersspanne ist wie alt? Ich habe da mal eine Grafik vorbereitet. Ich hoffe, ich vergesse nicht, die einzublenden hinterher an der Stelle hier. Wie alt die Zuschauer sind laut Google Analytics, YouTube Analytics. So, Monique M., du hast vor längerer Zeit mal eine Umfrage gemacht, ob die Leute aus der Community Interesse an einem speziell für die Sims 4 entwickelten Computer hätten. Was ist daraus geworden? Würde mich sehr interessieren. Ja, da war ich dran. Es war auch Potenzial dahinter. Leider hat die Kommunikation da nicht so geklappt. Ich hatte da auch einen Anbieter, der da wirklich Interesse auch dran hatte. Aber ja, so eine Frage habe ich jetzt auch mit reingenommen, weil es gibt natürlich auch Projekte in diesem Jahr, die nicht geklappt haben. Und ja, die finden jetzt auch nochmal hier eine Nennung. Es war eine coole Idee, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Dafür haben andere Sachen geklappt und ja, leider ist daraus nichts geworden, ja. So, ein paar Fragen von Discord. Vampy Sims, du hast 2019 so viele tolle Häuser gebaut, wo nimmst du nur deine Ideen her? Also die Ideen gehen mir nicht aus. Ich habe so eine lange Liste mit Sachen, die ich noch bauen möchte. Nein, ich lese sie nicht alle vor. es ist wirklich, also das Spiel bietet halt so viel Potenzial, man kann das mit dem kombinieren, es kommen da neue Packs, neuer Content und so weiter, es ist wirklich cool. Und wo ich die hernehme, das weiß ich selber nicht so genau, ich probiere da einfach irgendwas, ich überlege mir irgendwas und ja, und versuche das dann zu bauen. Jen83, wie lange wird es deiner Meinung nach noch dauern, bis Sims 5 erscheint? Es ist wirklich schwierig, das zu sagen, weil wenn man eins weiß von Electronic Arts, dass es nicht so ist wie im letzten Jahr. Wir hatten jetzt jahrelang ein Erweiterungspack im Jahr, jetzt haben wir wieder zwei, wir haben kaum noch Accessoires-Packs. Sims 4 läuft länger als Sims 2 oder Sims 1, Sims 2, Sims 3 auch, ne? Die liefen viel kürzer. Die waren so 4 bis 5 Jahre, wir sind schon im 5. Jahr jetzt, glaube ich, ja, 5 Jahre die Sims 4. Und es ist wirklich, also ich glaube, mindestens noch ein Jahr läuft Sims 4 weiter und dann wird es auch Zeit für Sims 5. Also 2 Jahre, denke ich, glaube ich, wird es noch dauern, bis Sims 5 erscheint. Aber Spekulation, keine Ahnung, ich habe noch nichts von Sims 5 gehört, falls ihr das wissen wollt. Tina, wie bist du zu SimFancy gestoßen? Wie lange bist du schon dabei? Also ich habe das damals gemacht, ich habe mit 13, 14 probiert, eine Webseite zu machen und dann habe ich halt, ne, damals war wirklich noch, da gab es noch nicht mal DSL, ja, also, falls das manche das überhaupt noch kennen. Und ja, da wollte ich einfach mich so ein bisschen reinfuchsen, wie macht man eine Website. Und da gab es das, damals gab es halt Sims-Grafiken, die man dafür verwenden durfte, ein Fansite-Kit oder wie das hieß. Und dann habe ich das angefangen und habe das gegründet. Dann kamen ein paar Leute dazu und die Fanseite haben wir ja gemeinsam gemacht. In den letzten Jahren ist ja der Fokus mehr auf YouTube. Und ja, das ist so, ja, seit Anfang an. Ich habe das Ding aufgezogen. SimFans BB30, warum kann man bei Gewinnspielen nur mitmachen, wenn man aus Deutschland kommt? Das stimmt nicht. Also ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr aus anderen Ländern kommt. Aber bei manchen Sachen, wie zum Beispiel großen Paketen, da ist es halt wirklich dann auch ja, viel zu teuer, die in die Schweiz zum Beispiel zu schicken. Und wenn ich mit Österreich dann eine Ausnahme, ich glaube, du kommst aus Österreich, ne? Wenn ich dann eine Ausnahme mache mit Österreich, dann fragen die Schweizer wieder und dann fragen die Franzosen, dann fragen die Belgier, da gibt es ja auch ein paar deutschsprachige Zuschauer.
Es ist schwierig, und wenn man halt auch so viele Pakete hat, dann kann das richtig, richtig teuer werden. Deswegen ist es begrenzt auf Deutschland und ja, aber es gibt ja auch einige Gewinnspiele und das sind viel mehr. Und dieses Jahr gab es auch einige viel mehr, nämlich mit Keys, also mit Codes, mit Gamecodes zu den Packs und die, da kann man von der ganzen Welt mitmachen und dann da was abstauben. Also nur so ein paar Pakete, die ich dann wirklich verschicken muss, die sind dann auf Deutschland begrenzt. Roxy Creamy, könntest du dir vorstellen, die Let's Plays oder Let's Builds mal live zu streamen? Ja, auch das ist so ein Projekt, was ich im nächsten Jahr vorhabe, auszubauen. Neben den Umfragen und Abstimmungen möchte ich noch mehr und viel mehr Livestreams machen. Ja, das ist so mein Fokus nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, ob das was wird, wie das wird. Es gibt da einiges, wo ich auch dran bin. Rundfunklizenz ist so ein Thema, was viele, viele rechtliche Hürden auch hat. Da ist das Netzwerk dran, es ist sehr cool. Und da können wir dann vielleicht richtig durchstarten und dann auch eine Woche vorher ankündigen, zum Beispiel, wann es den nächsten Stream gibt. Das ist so ein Anliegen von mir. Das ist momentan bisher rechtlich eine sehr starke Grauzone. Ihr wisst vielleicht, einige YouTuber wurden auch schon abgemahnt, mussten auch eine Sende-Rundfunklizenz kaufen. Und das ist sehr aufwendig. Und die Rechtsgrundlage ist einfach von damals, als das noch nicht so war, dass jeder gestreamt hat, sondern es Sender gab, die das Ganze quasi abgedeckt hatten. Und da braucht es auch eine rechtliche Änderung, aber Livestreams, das ist schon so ein Thema. Nächstes Jahr ist es soweit, wenn alles klappt. Gibt es viel mehr Streams. Ich habe richtig Bock drauf, das live zu machen. Das ist noch direkter und man kann noch schneller auch drauf reagieren, wenn ein Patch rauskommt oder wenn man irgendwie was baut und dann das Feedback direkt live reinkommt, statt immer dann hinterher in den Kommentaren. Wirklich cool. Machen wir nächstes Jahr öfter, ist der Plan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sorry. Wie spielst du Sims 4? Mit welchen Einstellungen? Das heißt, von der Altersspanne her, welche Sims altern, welche nicht, die Einstellung der Jahreszeiten und so weiter. Also auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, meine Sims 4 Einstellungen. Einfach mal suchen, Sims 4 Einstellungen, Simfans, da kommt bestimmt mein Video direkt dann auch. So, welche Spielwelt magst du gar nicht? Romy Osrage. Okay, mag ich gar nicht. Also was ist das für eine Frage? Jede Welt hat sowas für sich. Es gibt natürlich welche, die gefallen mir besser als andere, aber so eine, die ich gar nicht mag, gibt es irgendwie nicht. Brindleton Bay aus Hunde und Katzen ist, glaube ich, so meine Lieblingswelt noch, wobei das echt schwierig ist mit Zulani auch und das ist so. Jede hat so was für sich und jeder hat so einen eigenen Charme, aber es gibt keine, die ich gar nicht mag. Zum Glück, ne? Wäre auch doof, wenn es eine geben würde. Ja, die Welten haben sie irgendwie drauf, ne? Im Gegensatz zu anderen Sachen. Life with Leon, Andus. Was war dein schönstes Erlebnis mit Sims in diesem Jahr? Echt toll, was du da alles mal auf die Beine stellst. Vielen lieben Dank dir dafür. Wir hatten auch so viele, liebe Worte von euch, sage ich jetzt mal, zusammengefasst in den Kommentaren. Nicht nur Fragen. Und ich habe jetzt mal eines so ein bisschen mit reingenommen. Mein schönstes Erlebnis mit Sims in diesem Jahr. Also mit Sims, das ist auch sehr weit gefasst. Also das schönste Erlebnis rund um Sims war natürlich die Gamescom, das Fan-Treffen, die ganzen Events bei Electronic Arts. Das ist echt krass, mit den Entwicklern zu sprechen und dann mit anderen Sims-Verrückten aus der ganzen Welt, dass Leute dabei sind. Das ist so heftig. Immer, das ist voll der Flash und das war mein schönstes Sims-Erlebnis. Also die Events, die Gamescom und die Treffen in den USA. Arbeitest du nebenbei noch oder reichen dir die YouTube-Einnahmen? Also, das hatten wir auch schon so ein bisschen beantwortet, Theresa, dass, also ich arbeite 50% und, die YouTube-Einnahmen reichen noch nicht dafür, das Vollzeit zu machen. Oder es wäre zumindest schwierig oder sehr variabel und deswegen, arbeite ich noch nie mehr. Lady Vanessa Chai, machst du bitte ein 100 Baby Challenge Let's Play? Kommt immer wieder, wir haben sowas ähnliches im Let's Play. Ich muss sagen, ich habe den Fokus halt woanders. Wir haben so eine Art 100 Baby Challenge im Let's Play, so viele Babys, wie wir immer produzieren, aber nur so eine Baby Challenge zu machen, würde mich, glaube ich, nicht so reizen. Das wäre irgendwann langweilig, denke ich. Ich glaube, das Let's Play ist da das bessere Gameplay und dann haben wir noch die Let's Builds und dann ist der Sendeplan auch voll mit den Specials, die dann auch immer dazukommen. Das ist so
Ja, mein Statement dazu. Saskia, glaubst du, dass das Spiel Paralives, was bald rauskommen soll, ein Konkurrent für Sims werden könnte? Sieht ja bisher alleine wegen der unzähligen Tools sehr danach aus. Also, ich find's cool, dass es mal sowas gibt, was wirklich in Richtung Sims geht und sagt, hey, wie sollte man es besser machen? Das ist ja der Ursprungsgedanke, warum es das Paralives überhaupt gibt. Ich glaube nicht, dass die ja relativ klein sind, an den Mega-Publisher Electronic Arts mit die Sims rankommen. Die Sims sind einfach die Sims. Ich meine, es hat auch bestimmt seine Gründe, warum es da keine Konkurrenz gibt, weil, ja, das kannst du nicht kopieren wie irgendein Shooter oder irgendein Aufbauspiel. Es ist einfach die Sims und die Sims ist die Sims. Ich finde es aber richtig gut, dass es sowas gibt wie Paralives, die Sachen aufzeigen und auch zeigen, hey, wie könnte es gehen? Was könnte man damit machen? Und alle, die jetzt noch nichts von Paralives gehört haben, google das mal. Man denkt so, what? Ich glaube, ich muss da auch noch ein Special-Video dazu machen, weil das ist echt relevant auch. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, es spornt zumindest die Sims-Entwickler an, mehr in die Richtung zu gehen und mal zu gucken, was die für Feedback bekommen und warum. Und damit die den Fokus vielleicht auf die Sachen setzen, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja so, ne? Und dann werden alle besser. Und dann kommt Sims vielleicht so ein bisschen mal aus der Versenke raus und bringt mal wieder richtige Highlights, die einen richtig flashen. Ja, und nicht immer wiederverwerten. Ja. Wie viele Spielstunden hast du schon bei Sims 4 insgesamt? Das ist immer auch so eine Frage, die sehr oft kommt. Ich nehme die auch dieses Jahr wieder mit rein. Bei mir war das mal buggy eine Zeit lang, diese Anzeige, du hast so und so viele Spielstunden. Dann lief sie irgendwann auch wieder in diesem Jahr. Momentan, ich habe geguckt, steht da 1700 irgendwas Stunden. ja. Ja, ist schon heftig irgendwie, ne? ja, das steht bei mir. Hast du mit den Packs und Neuerungen, die dieses Jahr rausgekommen sind, gerechnet oder hat dich das ein oder andere überrascht? Wenn ja, was? Also, es war so die Vorjahre, man kann es glaube ich sagen, ich darf da nicht so viel verraten. Im Game Changer Programm bekommt man immer so ein paar Sachen ein bisschen früher mit. Dieses Jahr war es so, dass ich es wirklich, wenn überhaupt, kurz vorher nur mitbekommen habe, was da angekündigt wird. Und die Ankündigungen, die waren auch wirklich so, dass die, wenn die angekündigt wurden, öffentlich habe ich das auch jetzt mitbekommen. Die sind ja sehr, sehr verschwiegen geworden. Das war die vorherigen Jahre, wusste ich da schon länger Bescheid, was wann kommt, so ein bisschen mehr. Nicht im Detail, aber auch schon so ein bisschen zum Vorbereiten haben wir da Assets vorher bekommen und so. Aber jetzt, dieses Jahr, ja, wurde ich wirklich selber wieder überrascht. Ich muss sagen, ich fand es auch total spannend, weil dann die Reaktion, wenn man das Let's Watch Together anguckt oder irgendwas, den Trailer und dann selber geflasht ist dann bei der Trailer-Analyse, weil man den auch erst jetzt gerade gesehen hat. Ich finde es auch immer ganz cool, wenn man das dann, ja, dann so auch selbst überrascht wird damit, ja. Glaubst du, dass es bald endlich ein Bauernhof-Pack gibt mit Pferden und so? Maike, ja, das wünschen sich so viele. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall das meistgewünschte Pack momentan. Ich hoffe, es kommt. Ich würde mir sowas wünschen, wo man so ein bisschen mehr Crafting mit drin hat. Also wo man, keine Ahnung, man hat Alpakas und dann kann man Wolle draus machen oder man hat Kühe und macht dann Milch. Also so ein bisschen mit Crafting Bauernhof verknüpft. Das wäre so mein Favorit, wo man dann Sachen herstellen kann, wie es mit den Bienen zum Beispiel der Fall war. In Jahreszeiten, wo man dann den Honig holen konnte, kann man Honigkuchen backen. Also sowas irgendwie in die Richtung wäre, fände ich total cool. So, Max to you. Wie lange nimmst du gewöhnlich an einem Video auf? Das ist auch sehr schwierig, kann ich pauschal so nicht beantworten. Mit allem drum und dran auch, ne? Also die reine Aufnahme geht natürlich so lang, wie ich auch aufnehme. Speedbuild natürlich länger, das mache ich dann schneller und so. Also je nach Video ist das komplett unterschiedlich, ne? So eine Dschungel-Challenge-Trailer-Video dauert, keine Ahnung, 2 Wochen. Und so eine Baufolge, da kann ich 2 oder 3 am Tag aufnehmen, wenn ich gerade kreativ bin. Das ist sehr unterschiedlich. Was ist deine Lieblings-Sims 4-Familie? Emmy Brun. Emmy, das kann man auch so nicht sagen, es tut mir leid, aber jede Familie hat sowas für sich. Jede Familie hat so ihren Fokus dann auch, wenn ein neues Pack rauskommt, dann ist die mal mehr und die mal mehr. Ja, es ist echt schwierig. Ich kann es nicht beantworten. Welches Add-on magst du am meisten? Das ist auch so eine Frage, wo man sagen muss, das kann ich nicht sagen. Jedes Pack hat seine Vor- und Nachteile. Jedes ist cool, gehört irgendwie ins Gesamtspiel mit rein.
Ich kann es nicht sagen. Wenn ich eins wählen müsste, dann würde ich, glaube ich, Jahreszeiten sagen, weil das einfach so grundlegend das Spiel verändert mit dem Wetter und mit den Jahreszeiten. Das würde ich, glaube ich, am wenigsten vermissen wollen. Es ist aber echt schwierig. Es ist echt schwierig. Wird die neue Regelung von YouTube dich auch betreffen, Love spielt, hat es gefragt. Ja, also natürlich, die YouTube-Änderungen betreffen mich auch. Da gibt es immer wieder was Neues, das einem so reinkrätscht. Und der Algorithmus und die Regelungen und die rechtlichen Geschichten, die ich natürlich im Hintergrund auch im Auge behalte und mich da durchwäkeln muss, was gar nicht so einfach ist und sehr nervig. Aber ja, die betreffen mich auch. Love, Lova, Dreamwater. Warum hast du dich für Sims überhaupt interessiert? Also ich bin damit aufgewachsen, das war so meine Jugend. Ich habe es bei einem Kumpel gesehen und ich habe es dann gesehen und dachte so, wow, geil, und das will ich auch haben. Und dann bin ich damit irgendwie reingewachsen und ich habe es nicht mehr losgelassen dann. Warum hast du angefangen mit YouTube? Tatsächlich ist es so, ich habe immer mal wieder im Rahmen der Fanzeit natürlich auch so ein paar Videos veröffentlicht, aber bei weitem nicht regelmäßig, ein paar im Jahr oder so. Und dann, ich wollte eigentlich schon immer in Richtung Videos gehen, weil ich dachte, hey, das ist ein Videospiel, das kann man am besten zeigen mit Videos. Und deswegen habe ich damals den YouTube-Channel gemacht. Und ja, davor war das ja alles auf Fanseiten basiert, die ganze Community. Und YouTube ist halt viel interaktiver, man kann viel mehr zeigen, es ist persönlicher. Und mich hat das ganze System YouTube interessiert im Hintergrund. Wie funktioniert das? Wie machen die das? Und deswegen, also das waren alles so Gründe, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt YouTube machen. Und ich war am Anfang total aufgeregt. Ich hätte nie so frei hier sprechen können ohne Schnitt. Ich musste, ich habe in den ersten Videos, habe ich die Sachen mir aufgeschrieben, die ersten Sätze und das dann quasi mehr oder weniger abgelesen, damit ich da so ein bisschen reinkomme. Das hat sich total gewandelt und ich bereue es keine Sekunde, dass ich angefangen habe mit YouTube. Es ist so cool, was wir hier gemeinsam machen, was für tolle Projekte, was für Feedback es da gibt. Das ist echt der Hammer. Mit allem drum und dran bei Instagram, Discord und Co. Die Events, es ist echt krass. Ich muss das mal nochmal so sagen. Es ist wirklich der Hammer, was sich da entwickelt hat die letzten Jahre. Es ist echt der Wahnsinn und ich bereue es keine Sekunde, dass ich damit angefangen habe. Und warum? Das sind so viele Gründe, gab es damals. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und der Rest ist so geworden, wie es gekommen ist. Maike, Tipps, wie man es schafft, an einer Familie dran zu bleiben. Ich schaffe es einfach nie. Konnte ich früher auch nicht. Ich hab früher immer nur gebaut, weil ich konnte nicht spielen. Ich dachte, es ist voll langweilig dann irgendwann. Und ja, und dann interessiert man sich mal für was. Und dann ist irgendwie die Luft raus. Und man weiß nicht, was macht man als nächstes oder so, ne? Das Coole ist, ich nehme das auf und teile es mit euch. Ihr habt Ideen, ich habe Ideen, wir mixen das zusammen und dann ist das total interessant und dadurch schaffe ich es, dran zu bleiben. Ist natürlich nicht die Lösung für jeden, aber man muss sich manchmal so ein bisschen zwingen, dran zu bleiben, glaube ich. Und dann gibt es auch wieder spannende Momente. Ja? Also es ist so vielleicht so ein Tipp, den ich geben kann, wie mit allem einfach mal dranbleiben, auch wenn es mal nicht so läuft. Und das gibt auch wieder Höhen dann, wo es dann wieder mehr Bock macht, mit der Familie weiterzuspielen. Und ja, man kann die einfach aufs Abstellgleis auch schieben, dann in einem Speicherstand quasi. Und dann irgendwann anders wieder ausgraben. Ja. Lisa, gab es Phasen, an denen du gar keine Lust mehr hattest und aufhören wolltest? Ja. Ja, ich denke, es ist aber ganz normal, weil es gibt immer Phasen, wo man denkt, das nervt mich jetzt und da hast du so viel Mühe reingesteckt und es wird nicht geguckt und oder nicht so oft geguckt, wie du gedacht hast. Und macht man das dann wieder und dann zweifelt man an sich selbst auch. Und also, ne, keine Lust mehr, das ist die eine Sache, das gab es immer mal wieder. Kommt das mal, man hat so Phasen, wo man auf irgendwas auch keinen Bock mehr hat, auch nicht auf Pizza oder so, das gibt's immer. Aber aufhören noch nie. Also das ist ja auch, also wie gesagt, ist ganz normal, dass es so Phasen gibt, aber die schönen Dinge, die wiegen das Ganze dann wieder auf und die tollen Kommentare und wenn man dann sieht, so viele Likes und so, das motiviert dann ungemein und dann ist das ganz schnell wieder verflogen, so eine Phase, was ganz cool ist. Ja, Alana, wirst du irgendwann einmal die einzelnen Galerien von deiner Community durchschauen und vorstellen, zum Beispiel erstmal die von den Kanalmitgliedern und schaust dir somit die Kreation von deiner Community an. Also wenn man die Community-Projekte mit den Räumen und du meinst wahrscheinlich, dass man wirklich von einer Person die Galerie anguckt und dann sagt, wow, was hat der alles gemacht und so. Das wäre total cool.
Ich habe auch mal Showcases gemacht, nur für Kanalmitglieder, um die auch so ein bisschen zu pushen, deren Channels, deren Galerien meine ich. Und ja, finde ich eine tolle Idee. Wir müssen die, glaube ich, dann mal sammeln, Vorschläge sammeln oder irgendwie so, dass wir da richtig coole Galleries haben, wo man mal reingucken kann. Ihr dürft das auch gern posten im Discord-Channel vielleicht oder hier auch unter dem Video, wenn ihr Vorschläge habt, wo ihr sagt, boah, diese Leute erstellen so krasse Sachen. Guckt da mal rein, zeigt das mal allen. Ja, J2, keine Ahnung, kommt mal wieder eine Folge What's Chat App. Da gab es lange nicht mehr. Ich hätte total Bock drauf. Die Dinger sind mega zeitaufwendig und die brauchen jede Menge Hirnschmalz, dass es auch lustig ist. Falls ihr das noch nicht kennt, sucht's einfach mal. Sims What's Chat App, Simfans oder so. Dann findet ihr das. Ich möchte es unbedingt mal wieder machen, aber ja, wie so viel, es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Sachen, die ich mal machen will und es ist immer eine Prioritätensache. Und ja, also ich hoffe, ich komme mal wieder da dazu. Es wäre echt cool, echt witzig. So, wir haben noch ein paar Fragen von Instagram. Lieblingstier, außer das Kaugummitier. Oh Mann, natürlich ist das Kaugummitier. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, ne? Lieblingstier, Kaugummitier. Fukano, sage ich dieses Jahr. Ein Pokémon. Was für ein PC hast du? Ich habe einen iMac und ich habe einen Windows-Rechner. Die Hardware findest du auf simfans.de/Daniel. Da habe ich alles aufgelistet, was ich so an Hardware habe. Ist jede Menge mittlerweile. Ich brauche viele Festplatten, richtig viele Festplatten für viele Videos. Und ja, ich bin auch immer so am Tüfteln. Ich bin ja auch so ein bisschen Technik interessiert und werkel da immer gern rum auch und optimiere dann auch meine Kamera, meine Mikros, meine Lampen, alles drumherum, Greenscreen im Hintergrund, Tontechnik. Wir haben Stream Decks oder alles Mögliche. Also da gibt es immer irgendwas zum Aufrüsten und zu ändern und zu werkeln. Und alle Hardware, simfans.de/Daniel. Weil dieser Slash kann ich nicht aussprechen hier. Miss Sunshine, liest du Mangas, Bücher in der Freizeit? Wenn ja, welche? Ich bin gar nicht der Typ, der Sachen gern liest. Zumindest nicht, dass ich da lang dranbleiben kann. Ich gucke viel lieber Serien oder sowas, weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich war noch nie der Büchertyp. Asche auf mein Haupt, aber es ist leider so. Wie viel Lebenskraft investierst du in YouTube? Das ist auch eine Frage, eine Lebenskraft. Ich meine, es ist so mein Baby. Es ist so. Ja, umfassend, dass es quasi alle meine Hobbys vereint. Ich habe Grafik, ich habe Design durch das Merch, ich habe so ein bisschen Management, ne, durch die ganzen Kontakte zum Merch-Shop, zu Electronic Arts, zu den Entwicklern, zu allem drumherum, die Medienpartner, das Netzwerk, die Messegeschichten und so weiter. Also wir haben Design, wir haben Community Management, wir haben ja, Videobearbeitung natürlich, diese ganze, also alles drumherum. Es ist wirklich, es deckt alles ab, was mich so interessiert. Wie gesagt, auch die Technik und so weiter. Es ist wirklich alles dabei und das ist so mein großes Hobby und deswegen stecke ich da auch meine ganze Lebenskraft rein. Es ist, ja, es deckt auch alles ab. Ich finde es echt cool. Wirst du vielleicht mal ein Fan-Treffen veranstalten? Ja, mache ich jedes Jahr auf der Gamescom. Dieses Jahr, nächstes Jahr, so. Nächstes Jahr, 2020, sicher auch wieder. Ich hoffe, das klappt. Ich habe noch keinen Plan und nichts. Das zeigt sich dann immer Anfang des Jahres, wenn das gemanagt wird, ob das klappt wieder, dass wir da wieder einen Slot kriegen auf der Bühne. Das war so krass, ich würde es mir so wünschen. Ich habe mir auch überlegt, mal eine Event-Location, zu buchen. Weil das wäre mal richtig cool. Es wäre aber echt ein Mega-Projekt wieder, ne? Weil das auch finanziell richtig, richtig teuer ist. Gerade wenn da auch mehrere kommen. Da musst du Tickets verkaufen, damit du das finanzieren kannst. Nach dem Essen gucken, nach der Location gucken. Nach den ganzen. Also man muss ja alles dann. Wer putzt dann hinterher? Wo macht man das? Wie kommen die Leute dahin? Kommen überhaupt so viele, haben da so viele Interesse dran? Ist es manchen zu weit? Es ist ein Mega-Projekt, aber wir haben schon das Kuscheltier realisiert. Ich würde mal sagen, alles ist möglich. Das wäre natürlich noch krasser, aber Gamescom auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom, auch wenn nicht auf der Bühne, ich weiß es noch nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall wieder ein Fan-Treffen. Ist halt ein schöner Rahmen, weil einige eh dort sind. Und ja, ich treffe da auch immer so viele Leute. Das ist so cool, die Gamescom. Ja, auf dem Laufenden halten, Glocke an. So, Ponygirl, wie bist du auf das Kaugummitier gekommen? Liebe Grüße.
Wir hatten einen Stream, ich glaube, zu Sims 4 Kinderzimmer Accessoires. Da war der Koala-Bär, dieses komische Kuscheltier. Und ich habe dann gesagt, was ist denn das für ein Kaugummitier? Und dann hat sich das in der Community verselbstständigt. Ich muss die Story immer wieder erzählen. Das Wort Kaugummitier. Und dann haben das welche gezeichnet. Und dann habe ich das richtig zeichnen lassen von einer Illustratorin. Und ja, dann hat sich das so verselbstständigt. Dann hatten wir das Kaugummitier gezeichnet. Dann gab es das auf Merch. Dann haben sich viele gewünscht, mach das doch als Kuscheltier. Dann haben wir das Kickstarter-Projekt gestartet und seitdem ging es durch die Decke. Und danach gab es jetzt die neuen Designs von mir mit der Devil Edition und so weiter, was mir total Bock macht, die zu gestalten. Und die kommen ja auch richtig gut an. Und ja, so bin ich auf das Kaugummitier gekommen und so hat sich das irgendwie selbst entwickelt. Ja, Hashtag Kaugummitier ging dann durch den Channel Tag und Nacht. Bist du 2020 wieder auf der Gamescom in Köln? Ja, unbedingt. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Krass, ne? Gamescom ist was so Hammer. Wieder auch dieses Jahr. Na klar. Schaust du selber YouTube? Wenn ja, wen denn so? Nee. Ich guck wirklich kein Channel regelmäßig oder so. Ich guck ab und zu natürlich mal so ein paar Sachen an, aber ich guck nichts regelmäßig. Ich bin da, glaube ich, irgendwie nicht so der Typ dafür. Ich weiß auch nicht, warum. Sollte ich vielleicht mal mehr tun, um zu gucken, was machen die anderen, aber ich mache da so mein Ding irgendwie, wie ich das denke und ja, das ist so, ich gucke da gar nichts irgendwie, das ist eigentlich ein bisschen komisch, oder? Aber ich sehe mich da eher auf der anderen Seite, ich weiß nicht, das macht mir mehr Bock, als zuzugucken, selber was aufzunehmen. Maggi, gibt es neue Bauprojekte für kommendes Jahr, die dir besonders am Herzen liegen, vielleicht schon lange geplant oder ist doch ein neues Pack möglich etc.? Einige Bauprojekte. Ich sag jetzt mal eine Idee, die vielleicht was wird. Das Techtelmechtelhaus. Ja, come on. Wir haben Techtelmechtel im Spiel. Wir bauen ein Techtelmechtelhaus, oder? Witzig. Noch viel mehr Ideen. Ich möchte es immer nicht so verraten. Das ist immer so ein bisschen. Freut euch einfach drauf, wenn es dann rauskommt. Das ist, glaube ich, auch gehört auch dazu. Ja. Nächstes Jahr gibt es sicher wieder richtig coole Bauprojekte auch. Ich habe schon einen Plan auch. Rosie Fox, was hat dich dieses Jahr am meisten gefreut, beziehungsweise hat dich glücklich gemacht? Bleibst du, wie du bist. Am meisten gefreut dieses Jahr, allgemein und auch Sims-related, war es echt die Gamescom. Es ist wirklich, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Du kommst dahin, das ist eine Bühne für dich. Das ist so krass. Ich bin gar nicht der Typ, der eigentlich gerne im Rampenlicht steht. Ich fühle mich da total beobachtet und dann versinkt dann so innerlich. Und dann diese Lampen und die Leute gucken und die wollen alle ein Foto mit dir. Und es ist so schön. Aber es ist so krass einfach und es hat mich so glücklich gemacht. Und Mann, es ist echt heftig, jetzt auch darüber zu reden, weil man denkt dann wieder drüber nach. Und wie das war und erinnert sich und ist echt der Hammer. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass da so viele kommen und Hallo sagen. Und es war so wenig Zeit. Ich hätte mit allen noch viel mehr Zeit verbringen wollen. Wir hatten zwei volle Stunden und wir mussten die echt durchhasten, leider. Teilweise, weil das dann echt knapp wurde mit der Zeit, weil es war trotzdem so der Hammer. Und das hat mich mega glücklich gemacht, so eine Unterstützung zu haben auch. Dass die Leute da echt kommen und warten für einen. Es ist echt der Hammer. Es ist wirklich, es ist echt krass. Wirklich, vielen lieben Dank. Wirklich. Also wirklich, wirklich, wirklich. Es ist echt kein Scheiß hier, was ich erzähle. Es hat mich mega happy gemacht. Und das, obwohl es eigentlich so gar nicht mein Ding ist, so da oben zu stehen, ne? Weil ich sehe das irgendwie nicht. Ich sehe das ganz normal. Ich baue halt, ne? Und es gucken halt einige an. Klar, das weiß ich auch, dass dann so ein Interesse entsteht und so weiter. Aber ich sehe mich da irgendwie gar nicht so im Rampenlicht eigentlich, ja. Deswegen gibt es auch von mir, das kann ich vielleicht da noch kurz ergänzen, viele schreiben immer, teil mal ein bisschen mehr Privates, so ein bisschen mehr, zeig mal deine Wohnung, mach mal hier jeden Tag einen Vlog oder irgendwas, Story, was du gerade so machst. Ich bin da nicht so der Typ für. Ich finde eher, mein Content sollte im Mittelpunkt stehen. Ich weiß natürlich, dass ich dadurch bei mir auch, ne, das ganze YouTube-Business in Anführungszeichen läuft ja darüber hinweg, dass es Personalities sind, Persönlichkeiten, die sich dann voll offen zeigen.
Bei mir klappt es auch ohne, dass ich das großspurig mache auf Instagram und Co. Deswegen bin ich ganz happy damit. Aber natürlich entgeht mir da auch so einiges, weil wenn ich das noch mehr machen würde, würde das bestimmt noch mehr Leute auch interessieren und so. Aber ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Deswegen auch hier, also zu dem Bleib, wie du bist, bleibe ich sowieso. Aber es ist auch immer so, es gibt immer Veränderungen. Und wenn man sich nicht verändert, dann entwickelt man sich auch nicht weiter und bleibt stehen. Und das ist auch blöd. Also man muss immer so die Mischung finden zwischen das behalten, was einen ausmacht und trotzdem Sachen ausprobieren und einfach mal ins kalte Wasser springen. Deswegen bleib so, wie du bist, finde ich eigentlich ist ein blöder Satz, weil man sollte sich immer weiterentwickeln und ändern. Denn nur durch Veränderungen entsteht was Neues, was Cooleres, was Großes. Sonst bleibt man stehen. Maike, gibt es ein Pack, wo du ehrlich sagst, dass, yeah, dass ich das Pack hätte sparen können? Ja, mein erstes Haustier Axis war totaler Crap. Sorry, ist ein schönes Sachen dabei, aber was soll das? Kurz nach Haustier-Release auch. Das ist einfach mies, ja. Tim, kannst du mal wieder ein Community-Projekt machen wie die Community-Apartments? Ja, wir hatten auch schon die Community-Mall und noch einige andere Sachen, die Community-WG. Und sowas wäre bestimmt auch wieder cool im nächsten Jahr 2020. Also mich würde es freuen. Ja, mal gucken, was wir daraus machen. Erstmal gibt es eine Bau-Challenge nächstes Jahr. Da bin ich schon dran jetzt. Ja, das dauert noch ein paar Wochen, aber ich glaube, die wird richtig cool. So eine neue Bau-Challenge. Aber sowas müssen wir auch mal wieder machen. Jetzt, wo wir auch wirklich WGs im Gameplay haben, gibt es da sicher einiges, was man da machen kann. Cordula, was würdest du dir in 2020 für Packs wünschen? Welches Erweiterungspack würdest du empfehlen, wenn man noch keins hat? Habe ich ja schon gesagt, was ich mir so wünschen würde, ist so eine Mischung aus Hobby- und Lebensfreude-Pack. Freizeitspaß, Sims 2, wer das noch kennt. Wenn ich eins empfehlen würde, ist auch immer schwierig, weil es kommt darauf an, wo ihr drauf den Fokus legt, also was euch interessiert. Die Packs sind vom Umfang ungefähr gleich und der Fokus ist halt anders. Ne? Einmal hat man eine richtig fette Schauspielkarriere, interaktives Gameplay, anders mal gibt es irgendwie eine tolle Welt in dem Pack, das ist dann das Highlight, oder da hat man eine besondere Kreatur. Manche spielen nicht gern mit Kreaturen, manche spielen gern Eltern, manche spielen gern mit Hunden, manche eher nicht. Ist wirklich, man kann es nicht empfehlen, wo man sagen würde, hey, das musste irgendwie, das ist jetzt die Empfehlung wert. Es liegt bei euch, ja, was euch interessiert. Das ist so das Ding. Robert, was für Pläne hast du für das Jahr 2020? Pläne sind immer Pläne, ne? Das ist mal vorab. Ich habe einige Pläne. Neben den Let's Plays und Let's Builds möchte ich mehr CC reinbringen, also einerseits Mods und CC-Vorstellungen, dass ich das zeige, weil ich finde, oh, das ist voll cool, das müsst ihr auch sehen. Ich möchte auch mehr bauen mit CC so ein bisschen. Es gibt noch mehr, ich möchte ein bisschen mehr den Fokus setzen auf Tipps-Videos, auch zur PlayStation-Version oder zur Xbox, ne, Konsolen-Version, weil das ist so ein bisschen, ja, habe ich noch nicht mich so richtig damit beschäftigt. Ich habe es mir einmal angeguckt, aber ich spiele ja nicht auf der PlayStation. Aber da gibt es auch mittlerweile eine große Community und ich möchte mich auch damit beschäftigen, mir das mal angucken. Und ja, noch viele mehr Pläne habe ich. Das ist, ja, mal gucken, was das alles wird. Kannst du etwas zu deinen Plänen für deinen Kanal 2020 sagen? Also im Januar werde ich wieder eine Auszeit nehmen. Was heißt eine Auszeit? Ich werde komplexere Projekte angehen, alles mal ein bisschen sortieren. Also das heißt, meine komplette Technik neu verkabeln. Ich werde alles aufräumen, sage ich jetzt mal, ne? Auch die Dateien, ich werde die Thumbnails neu machen, ich werde da rumspielen, ich werde in der Videobeschreibung rumspielen, ich werde mit den Titeln rumspielen, ich werde mit dem Sendeplan, also ich werde alles quasi angucken und versuchen zu verbessern, anders zu machen, zu optimieren natürlich, dann auch mit dem Feedback. Am 5. Januar gibt es dazu einen Kanalmitglieder-Talk, wo ich dann das so ein bisschen vorstelle und dann mit den Leuten zu einer kleinen Runde drüber spreche, wie man das machen könnte, was die dann dazu sagen. Und mit dem Feedback werkele ich dann im Januar da dran. Ich werde im Januar auch den Steuerkrams machen. Ich werde es mit den Streams planen, wie das geht, mit der Lizenz, mit dem neuen Merch im nächsten Jahr. Also es steht einiges auf dem Plan für diesen Channel und ich werde natürlich auch den Channel an sich probieren umzugestalten, also die Channel-Seite an sich, was hat da Relevanz, was ist da gut dran, was ist da nicht so gut dran. Also einfach mal alles angucken und gucken, was lief gut, was lief nicht so gut,
um dann den Fokus fürs neue Jahr zu setzen, weil es ist ganz wichtig, so einen Fokus auch zu haben, finde ich, wo man die Zeit reinsteckt und auch die Prioritäten setzt. Das ist dann vielleicht wichtiger für euch, das ist wichtiger für mich und dann mixen wir das und dann, ja, wird es, glaube ich, ganz cool. Keine Frage, aber ich, oh, das ist die letzte jetzt auch. Oh mein Gott, die letzte. Ja, wir haben auch schon wieder so lang. Aber ich schätze deine Arbeit, was du in deinen Videos hineinsteckst. Ich finde es stark, was du schon erreicht hast. Natürlich hättest du alles nicht ohne uns geschafft. Wir sind eine starke Community. Es ist so ein schönes Kommentar. Deswegen habe ich das zum Schluss genommen. Ich fand es so süß. Ich wollte es unbedingt, wie gesagt, mit reinnehmen zum Abschluss, weil es ist echt das, um was es auch geht. Es ist eine Hammer-Community. Und vielen, vielen lieben Dank euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich drauf, ein neues Jahrzehnt wartet auf uns. Nicht nur in Sims, auch im echten Leben. Und ich wünsche euch alles Glück und eine richtig schöne Zeit werde ich hier mit den Sims und im SimFancy YouTube-Channel. Vielleicht hier noch sentimental zum Schluss hier. Es ist echt der Hammer. Vielen, vielen lieben Dank auch an alle Unterstützer über die Kanalmitgliedschaft. Es ist so toll, dass ihr das supportet, was ich mache, damit ich das machen kann und das regelmäßig. Es ist wirklich mir eine Ehre, auch für euch dort auf so Events zu gehen und dadurch euch dann die Packs zu zeigen, vorzustellen, eine schöne Zeit in Streams zu haben, die Sachen, Trailer-Analysen zu machen, die Bauprojekte gemeinsam zu stemmen, Let's Plays, verrückte Sachen anzustellen. Es ist so cool. Vielen, vielen lieben Dank und ja, guten Rutsch. Bis dann. Danke euch. Tschüss.